Mein Name ist Sebastian Linder. Mit 12 begann ich zu skaten und es war meine erste große Liebe. Doch eines Tages sollte sich alles ändern. 2003 war ich als Skateboardtrainer in Barcelona, fühlte mich stärker denn je und suchte nach neuen Herausforderungen. Eines Tages fand ich sie. Ich fühlte mich unverwundbar. Doch an diesem Tag wurde ich verletzlich. Ich verlor sie, die Unverwundbarkeit. Aber letztendlich verlor ich noch viel mehr als das. Meine Liebe zum Skateboarding. Doch dieses Jahr sollte sich alles ändern. Doch ausgerechnet in diesem Jahr wollte der Winter dem Frühling nicht weichen. Es regnete und schneite und hörte einfach nicht auf. Zum Glück war es irgendwann soweit. Die ersten Sonnenstrahlen brachen durch die Wolken. Also machte ich mich auf zu Chris, der mich schon seit einem halben Jahr fragte, ob ich das Rollen nicht mal wieder versuchen wollte. Warum sagst du mir eigentlich nicht, dass ich so dämlich aussehe, Alter? Ich habe gerade mal in den Spiegel geguckt, ey. Man sieht ja voll meine Geheimratsecken. Und schmeckt's dir? Geil. Das ist echt voll die Geheimratsecken, Mann. Halt die Schnauze, du Penner, ey. Das sieht nur so aus, weil ich blond bin und die Sonne mir auf den Dötz scheint. Ich habe auch schon voll Zittermax, ey. Weißt du, was Zittermax ist? Hä? Hä? Ja, wenn du den ganzen Tag nichts gefressen und gesoffen hast und dann so zitterst und so, dir so schwindelig ist. Dann bist du Zittermax. Das ist der Zittermax. Chris war das absolute Gegenteil von mir. Er lebte Skateboarding und genau das brauchte ich jetzt. Jemanden, der mich vielleicht in meine alte Welt zurückbringen konnte. Wenn man einmal mit Skateboarding infiziert ist und es wirklich ernst nimmt und sich damit richtig identifiziert, dann ist es nicht einfach nur der sportliche Aspekt. Es betrifft dein ganzes Leben. Dein ganzes Leben verändert sich, wenn du Skateboarder bist und es ernst nimmst. Alles, was du tust, ist Skateboarding. Wenn du morgens aufstehst, die Art und Weise, wie du Dinge angehst, alles ist Skateboarding. Es ist einfach ein anderes Leben. No, ey. Oh, jetzt schaffen wir es mal zusammen zu skaten. Es geht, yo. Ich gebe Gas. Oh, da kommt jemand entgegen. Das ist schlecht. Ich mache ihn trotzdem. Yo, und trotzdem. Ist jemand entgegengefahren, aber egal, ich habe ihn geschafft. Voll gepullt, ey, yo. Jo, Chris! Ja, aber ein bisschen sketchy, machen wir mal. Nee, machen wir Selfflip, ey. Selfflip? Hab ich doch schon gemacht.